Oh, ich habe keine kurze Rast mehr. Dann gucken wir uns hier erstmal um und dann müssen wir auf jeden Fall eine lange Rast machen. Gesenke, Langschwert. Gold. Wie viel kann ich eigentlich noch tragen? Kann das Langschwert eigentlich mitnehmen? Gewenki Großschwert. Zionische Gifte-Waffe. Wird diese Waffe von Gewenki geführt, bewirkt sie zusätzlich ein bis vier physischer Schaden. Psychischer Schaden. Alesei, ich glaube, du kriegst eine neue Waffe. Was hast du denn gerade? Schwert der Gerechtigkeit? Ja, nee, das andere ist besser. Passt auch am meisten zu dir, muss ich ja sagen. I've got a long road ahead. A Githyanki slate. Give it here. Tirsu markings. Could this be magical energy courses through the slate, then to Lazel. Your own body buzzes in resonance. A mystical map glows before you, revealing a Githyanki refuge inside a temple within the mountain pass. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. The map is clear. We will soon reach a Githyanki creche. Hurry forth. Purification is at hand. Okay. No traps, please. If not over, then through. Denke Armbrust 3 bis 12, genauso wie meins. Yes, ihr 3 bis 10. Aber zusätzliche Höhenschaden ist das Stärke-Modifikat, was nicht schlecht ist. 4 bis 11. Das mit den Zauberplätzen macht keinen Sinn. Schattenherz, bist du auch im Bogen geübt? In Langbögen ungeübt. Schade. Okay. Dann kriegst du erstmal die Armbrust. In Umgang mit Kriegswaffen oder schwere Armbrust ungeübt. Okay. Keep your distance, darling. Er ist aber auch ungeübt, okay. Dann schauen wir doch mal, ob das... Oh komm, wir rüsten sie ganz in Gelb aus. Da wird sie sich freuen. No one stop me yet. Don't waste a step. Dann reden wir noch einmal schnell mit den Toten. Oder? Esserin kann mit den Toten reden, stimmt ja. Nicht ich. Corpse seems willing to speak, but not to its killer. Ja, schade. In
corpse regards you lifelessly. Wer seid ihr? Yul, son of Gara. Wie seid ihr gestorben? Monstrous warriors. Keen swords. Black spots. He crossed blades with a Githyanki. Few survived the ordeal. Fewer still claim victory. Wo kam dieser monströse Krieger her? Mountain Pass. Was habt ihr hier gemacht? Seeking Path. Boulder's Gate. Habt ihr den Weg nach Baldur's Tor gefunden? Risen Road. Cross Wooden Bridge. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Okay. Never a dull moment. Zwei, die schon mal was besprechen wollen? Ja, nur zwei. Okay. I need a moment for the two of us. Here's my little treat with their cheeks all flushed. You will come to my bed tonight, won't you? I'm amazed you managed to keep your mind clear enough to fight. I've been thinking about our last night together ceaselessly. I'll be in quite a spot of mortal peril if you let me keep distracting myself dreaming instead of doing. We can't have that, can we? It would be very dangerous. I'll be waiting. What path lies before me? Kleiner Flirter, du. So, was möchte Will? Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's rest, then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells! Older Ravengard's been taken! Ja, Dwarf haben das Gasthaus abgebrannt und den Herzog entführt. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Sind wir ehrlich, na und eure Abstammung interessiert mich nicht. Ignore my past all you want. Okay. But my past is not about to ignore me. Put plainly, I'm not about to let these drow go unpunished for taking my father. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the drow? Even the houses of Menz Oberanzen would have little use for my father. No, this is no drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. Das war jetzt ein Missverständnis, weil meine Intention war jetzt nicht zu sagen, von wegen, eure Abstammung interessiert mich nicht, es ist mir egal, von wem du abstammst, sondern es ist eher so dieses von wegen, es ist mir egal, dass er dieser große Lord von Baldur's Tor ist, aber es ist mir nicht egal, dass es sein Vater ist. Oh.
weiß jetzt nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber es ist mir nicht egal, dass es sein Vater ist, aber es ist mir egal, dass er diese adelige Abstammung hat. Sein Status ist mir egal, weil für mich ist es Will so oder so. Ah. Doof, dass sie das anders interpretiert haben als ich jetzt. Reden wir über etwas anderes? I'm all for it. Ah, ich fühle mich jetzt schlecht. Ich habe ihn gekränkt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass mir seine Adelsherkunft gleich ist, weil es für mich keinen Unterschied macht. Weil manche sind ja so, wenn sie bemerken, so, oh ja, derjenige ist adelig, oh, dann fangen sie an, jemanden in den Arsch zu kriechen und so weiter, weil sie sich davon was erhoffen. Und das wollte ich ihm eigentlich zeigen, dass es bei mir nicht so ist. Ja, okay. Wie war das, der Sohn als Großherzog zu sein? Not so enchanting as you'd think. The Poitiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Balderin, stubborn as a deep rothe. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Höfische Tänze, das würde ich nur zu gern sehen. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Komm schon, für mich? Tempting. Give it some time. Develop a bond and maybe I'll show you a move or two. Wie fühlt es sich an, ein Teufel zu sein? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ich sehe die Klinge der Grenzen nicht mehr, nicht weniger. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity. Maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe. And one day they will see the Blade of Frontiers again. Wie in einen Hörn habt ihr euch auf Misora eingelassen? Ah. The one little question that put me out of house and home. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Oder sollte ich vielleicht nochmal mit Lazelle reden? Speak quickly. Bilde ich mir das nur ein oder seht ihr mich anders an? I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless. Unimpressively bland. Danke. Und jetzt? Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland.
Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Moment, wollte er mit mir anbandeln? Isn't it obvious? I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later, but I want it all the same. Do you? Sorry, ich bin dem süßen Papier, Vampir neben dir versprochen. Ich bin geschmeichelt, aber die Antwort ist nein. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. I hoped you would come. I have missed you. And now you're all mine. And I'm all yours. Until morning, at least. Let's see where the night takes us. Ich bin wieder leer, okay. Hello, beautiful. Was haltet ihr von Raphaels Angebot? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul. And I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Ich verstehe, was ihr meint. I'm glad to hear it. Whatever's coming, we need to keep our options open. So, also da kommen wir nicht mehr rüber. Wäre die Frage, ob man da rüberkommen könnte, wenn man fliegen kann. Dekorieren wir die Brücke. Tada. Wir könnten natürlich jetzt zum Gebirgspass gehen, aber ich glaube, wir gehen doch zuerst ins Unterreich. Ich will ja in die Schattenlande auf jeden Fall über den oberen Weg, aber im Unterreich gibt es auch ein paar weitere Sachen, die man sich angucken kann. Wir müssen ja nicht den Weg nehmen. War ich hier eigentlich schon? Nein, war ich noch nicht. Crack it open.
Hermit, okay. Gehen wir durch Hysterien. How much further can I go? Ach, Lizel. Also wirklich, musst du da reinlaufen? Kackige Notizen. Ein Fetzen Papier, auf dem jemand Ideen für einen Liebesbrief notiert hat. Kann sie nicht mit dem Mond oder den Sternen oder so einem Quatsch vergleichen, weil sie unter der Erde lebt. Sie hat keinen Schorf und keinen Furunkel, kann also dafür keine Komplimente machen. Hält mich vielleicht für zu klein, könnte ihr sagen, ich kaufe ihr einen Hocker fürs Küssen. Kann mir nächstes Mal, wenn ich sie sehe, tote Spinnen in die Haare tun. Schick ihr vielleicht einfach ein paar Stück von Leuten, die ich umgebracht habe. Sehr romantisch. Interesting. 2 Axt. 5 bis 16. 5 bis 14. Okay. Okay, ich sehe das Ganze mit Fokus, Giftresistenz, Ölverkleinerung, Gold und ein Pergament. Diesen zusammengeknüpften Brief ziert eine kenntliche Zeichnung eines Skorpions, der einer Drow einen Strauß Pilze überreicht. Liebe Eure Exzellenzen, schönste Jüngerin Sorel, bestimmt tut ihr euch nicht mehr an mich erinnern. Ich bin ja nicht niemand Wichtiges, noch nicht. Ich habe mit den Jungs gerade Hühner gejagt, als ihr den Boss Raxen besucht habt. Ihr habt genau zu mir geguckt, als wir ihm gesagt haben, dass wenn wir so gut Menschen töten können, wie wir Gefüge rupfen können, dann wären wir vielleicht doch nicht völlig nutzlos. Hat mich richtig stolz gemacht, dass mich mal jemand so lobt. Beim nächsten Überfall vergieße ich so viel Blut, dass die Absolute mich einfach bemerken muss. Dann komme ich nach Mutaufgang und ihr tut mich auch bemerken. Ich bin der mit dem Hinkebein und dem Schiederauge. Klagger. Ah, der hat ein Auge auf Minty geworfen. Mit Clara. Da, wo ist die Zweihandaxt? Da. Jupp, passt. Ist nur schade, ein bisschen um den Zauber, der dann weg ist. Naja. Keine habe ich sowieso nicht so häufig gebraucht. Hätte ich eigentlich hochklettern müssen.